Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich. Und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König sorgt für die Gerechtigkeit und er hat jetzt die Möglichkeit, alles in Ordnung zu bringen. Er hat zwar Gegner und sie versuchen, Stein in den Weg zu legen. Das erschwert die Situation. Aber hier gibt auch eine Lösung. Das ist auch seine Lernaufgabe, sich zu behaupten und seine Unsicherheit überwinden. Die Königin macht gerade Sport. Sie ist sehr beweglich und verspürt ihre Kraft. Der hübsche Prinz zeigt seinen Gefühlen und möchte mit der schönen Prinzessin zusammen sein. Die beiden wünschen sich schon eine harmonische Beziehung. Aber die schöne Prinzessin zieht sich immer wieder zurück. Es gibt Momente, wo sie lieber alleine sein möchte. Und ich habe noch eine wichtige Botschaft. Was wir heute beginnen, das trägt auch Früchte. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne und Jupiter stehen einer harmonischen Verbindung. Das heißt, der König setzt sich ein für die Gerechtigkeit und er hat die Möglichkeit, das zu klären, das in Ordnung zu bringen. Aber Sonne bildet sich zu einem rückläufigen Saturn, einen sogenannten Quinkungsaspekt. Das heißt, jemand versucht, Stein in den Weg zu legen, es sind noch Hindernisse da und das verunsichert der König. Er hat hier auch die Lernaufgabe, all das zu bewältigen. Immerhin ist Saturn der große Lehrmeister. Es sind auch karmische Themen, weil dieser rückläufige Saturn befindet sich gerade exakt auf die absteigenden Mondknoten und das aktiviert Vergangenheit, Erinnerungen, karmischen Themen. Mond bildet sich ein Sextil zum Mars, das heißt, der hübsche Prinz zeigt Gefühlen. Immerhin, Mond symbolisiert die Gefühlen. Mond verlässt die Tierkreiszeichen Jungfrau und übergeht in Zeichen Waage. Und das ist Harmonie und zeigt auch Beziehung. Das sind die Wünsche, die Sehnsüchte und das vermittelt er auch. Venus ist unaspektiert, das heißt, die schöne Prinzessin möchte auch mal alleine sein. Die heutige Mondbewegung bekommt einen Einfluss von Spica. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau, befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und die Bedeutung dieser Stern ist, all das, was wir jetzt beginnen, trägt auch Früchte. Immerhin diese Weizenähre symbolisiert auch Ernte. Und das ist der heutige Einfluss und das verspüren wir auch im heutigen Tag. Und das sollen wir auch nutzen, weil morgen wird eine gewisse Spannung da sein. Und das war die Quelle für meine Erzählung.
Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.